Ja, hallo liebe Freundchens, ein neuer Vlog hier auf meinem Kanal. Ihr wisst es, Vlogs kommen ja vom Prinzip her eigentlich nur, wenn ich irgendwas zu erzählen habe. Und das habe ich natürlich auch, sonst würde der Vlog gar nicht kommen. Versteht sich. So, die Sache ist, ihr habt es vielleicht gemerkt, in letzter Zeit gab es ziemlich wenig Videos auf meinem Kanal. Ich habe das auch schon öfters natürlich beschrieben bei Facebook oder in Beschreibungen von Videos. Ja, das ist halt so eine Sache im Moment. Privat habe ich im Moment echt viel auf den Hacken. Da kommt natürlich zum Ersten auf jeden Fall dazu. Beziehungsweise dadurch, dass ich so wenig Zeit habe, kommt auch dieses Video gerade aus dem Auto mit dem iPhone aufgenommen, spitzmäßig. Ne? So, jetzt habe ich auch noch 20% Akku. Super, klasse, passt wieder auf die Arsch auf einmal hier. Naja, jedenfalls, wie gesagt, ich habe ziemlich wenig Zeit, darum mache ich dieses Video jetzt auch gerade im Auto auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Total wieder nicht auf den Verkehr konzentriert. Und der fährt hier wieder 70 bei 100. Super, das ist super, das spart Zeit. Naja, wie es auch immer ist. Ja, zum ersten Punkt natürlich, ich muss natürlich arbeiten. Natürlich, klar, YouTube Money, ihr bitte ja nicht, ne? Heißt also, auf jeden Fall muss ich arbeiten. Das ist natürlich schon mal ein Zeitfaktor, wo mir ziemlich viel Zeit fehlt, um irgendwie Videos zu produzieren, geschweige denn hochzuladen, zu bearbeiten, zu rendern, bla, was auch immer, was alles dazugehört natürlich. Anderer Punkt ist natürlich dann, der jetzt auch noch dazu gekommen ist, was natürlich schön ist, ne? Aber wie es auch einige vielleicht von euch schon wissen, und die es noch nicht wissen, damit seid ihr jetzt quasi im Wissen. Ich bin Papa geworden, habe jetzt quasi ein kleines Töchterchen. Ja, und das kostet natürlich auch ziemlich viel Zeit. Und das ist natürlich einfach auch vorrangig, muss man einfach so sagen. Ja, Familie geht natürlich definitiv vor Hobby, sage ich mal. Und Arbeit leider auch. Ja, deswegen kommen halt echt wenig Videos. Ich habe auch sau wenig Zeit, überhaupt zu spielen natürlich. Und das, was ich spiele, versuche ich dann gleich im gleichen Atemzuge quasi zu streamen, dass ihr wenigstens ein bisschen was quasi von mir zu hören kriegt. Und den Stream, den lade ich dann eigentlich auch nach auf YouTube hoch. Das habe ich ja mit dem Starbound Livestream gemacht, ab dem allerdings gleich, weil ich keine Zeit hatte zu schneiden und allen Kram, habe ich den gleich so wie er war, 3 Stunden volle Pulle auf YouTube hochgeladen. Scheiß drauf, was soll's, ne? Jetzt habe ich gerade wieder, TTT habe ich ja noch gemacht gehabt, da habe ich eins jetzt von hochgeladen, ich glaube es sind 4 Parts oder sowas um den Dreh, die kommen jetzt nach und nach alle nacheinander nochmal. Also es werden weiterhin Videos kommen, allerdings halt eben deutlich weniger wie vorher. Man hat ja vorher immer so, habe ich ja ungefähr immer so einhalten wollen, alle 2 Tage, ist überhaupt nicht ansatzweise mehr machbar. Ja, es ist einfach so, man muss es einfach so sagen. Also ich sage auch nicht, ja, eine Woche ein Video oder 2 Videos in der Woche oder sowas, sage ich überhaupt, ich sage gar nichts dazu. Es kommen Videos, allerdings kann ich den Zeitpunkt überhaupt nicht nennen. Ja, das ist einfach eine spontane Sache. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich es auf jeden Fall, weil ich habe da trotzdem noch Bock drauf. Ne? Also es ist nicht so, dass ich einfach keinen Spaß mehr dran habe oder so. Ich habe einfach nicht die Zeit, muss man einfach so sagen, wie es ist. Ne? Dazu, ne, das ist ja schon ein bisschen länger jetzt so. Kam natürlich der ganze Kram mit Kinderzimmer und Einrichtung und Klamotten kaufen und Pipapo und was nicht alles dazugehört. Also wenn ihr mal vorhabt, Kinder zu kriegen, spart Geld, das ist schon mal eine Sache. Ihr braucht auf jeden Fall Kohle ohne Ende, ne? Das kostet, also das geht ins Geld, ne? Das ist auf jeden Fall ein Thema und ja, ihr habt einen unfassbaren Zeitmangel auf einmal, definitiv. Naja, gut. Eigentlich sollte es auch schon fast schon gewesen sein, allerdings geht das Video jetzt gerade mal 4 Minuten. Finde ich ja eigentlich nicht so pralle. Also, hier fahren sie heute wie die Schweine, wenn ich das euch sagen würde, ne? Wie die hier fahren. Ey. Schade, dass ihr nicht sehen könnt. Aber, na gut. Ja, mir fällt jetzt natürlich auch gerade, ich hatte eigentlich noch ein paar Sachen. Das Video ist halt sau spontan. Ich schneide auch nicht dran rum. Ich lade das so, wie es ist, lade ich es einfach hoch. Ne? Das ist so. Seht mir das einfach nach. Ja, das ist, ja, ich sag mal so, die Leute, die mich mögen, die finden das, glaube ich, auch überhaupt nicht schlimm. Ne? Es ist halt the real Daniel quasi, ne? Ohne Schickimicki. Ja.
echt schwierig auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt das ganze Thema an sich verstehen. Ja, also, dass ich da halt eben jetzt echt wenig Zeit habe. Wenn ihr selber in den Genuss kommt, ist es echt toll, ein Kind zu haben. Ja, also es macht echt Spaß. Wenn man so dieses kleine Würmchen, wenn du siehst, sag ich mal, und das liegt so bei dir und pennt und sabbert dich voll, ne? Das ist super. Das ist super, das kann ich nur jedem empfehlen. aber es ist halt eine Umstellung. Man muss sich da erstmal echt dran gewöhnen, muss man schon sagen. Ja, ich lasse es einfach so. Es sind jetzt über 5 Minuten. Ich lasse es einfach so, es ist nicht groß, es ist nicht viel, aber es muss halt jetzt einfach reichen. So muss man es jetzt einfach sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen von diesem Video hier. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ist jetzt in diesem Video allerdings nicht so wichtig, finde ich. Wenn ihr euch natürlich für mich freut und das trotzdem bei mir im Privaten alles so ganz gut läuft, sage ich mal, Dann könnt ihr das gerne machen oder mir in die Kommentare schreiben natürlich. Das ist in dem Video vielleicht besser fürs Feedback, sage ich mal. Bei Let's Plays ist es natürlich so, da sieht man an den Likes halt eben, gefallen die Videos einem vom Spielen her oder was weiß ich. Ne? Bei so einem Vlog ist das was anderes. Ja, jedenfalls, das war's von meiner Seite. Ich freue mich, wenn wir uns wieder weiterhin sehen in den Let's Plays, die noch kommen. Es sind zwar nicht viele, aber es kommen halt welche, wie gesagt. Und dann kann ich noch sagen, auf Wiedersehen. Ich drücke jetzt mal hier auf das Knöpfchen, dass das Video aus ist. Tschüss.